Hallo, hier ist Ihr Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich, wie ich aus einer Rinderoberschale oder Schale Rindschnitzel schneide. So ist es, wenn ich es jetzt ausgelöst habe, schaut es genauso aus. Das ist noch nicht zugeputzt, das war ein Stier, den habe ich 14 Tage im Kühlhaus reifen lassen. Deswegen sieht man, dass er ein bisschen schwarz ist, aber es ist so schön trockene Reifung. Wenn man also das jetzt, das riecht, ein Rindfleisch. Riecht einfach angenehm, wenn das nicht vakuumiert ist, sondern am Haken reift, das hat einen Duft, unbeschreiblich, kriegt man direkt Hunger. So, jetzt fange ich mal an. Als erstes schneide ich den Schalendeckel herunter. Und der Schalendeckel geht von da, da um wieder. Schauen wir, da reinkommt. Schauen Sie, das ist klar. Das ist ein bisschen ungetrocknet jetzt das Ganze, weil es natürlich schon zwei Wochen hängt. Schauen Sie, da geht der Schalendeckel. Und da schön den Vlies entlang. Der Schalendeckel. Schauen Sie, da sieht man, dass es ein Stier war. Da stellen wir sie weg. Fett schnell mal weg. Und da vorne noch ein bisschen. Schaut, jetzt denken wir, die schwarze Haut, die schneiden wir weg. Und die schmeißen wir auch weg. Weil das ist verkeimt und eingetrocknet. Schauen Sie, das ist das Schwein weg. Und das gleiche noch einmal. Alle grauen Stellen, dass die weg sind. Aber die geben es auch nicht zum Faschierten dazu, weil es ist stark keimbelastet. Da tut es nichts Gutes. Jetzt haben wir da. Da haben wir ein bisschen Grat. Schauen Sie, das geht schon zum Faschierten. Zum Faschierten. Jetzt drehen wir es um. Das hinten, das Bindegewebe, stellen wir auch weg. Ich denke, das ist ein Gewebe. Das stellen wir da weg. Hinten die Sehne stellen wir auch weg. Dann da ist auch wieder. Ist bei jedem Wiederkäuer, bei jeder. Säugetier, schau, da ist ein Ohrer, die muss raus. Die muss einfach raus. Und immer schauen, das kann die großen Häufen machen von Fleisch, soll immer gleich alles zuschneiden für Faschiertes, weil später haben sie dann so einen Haufen, da kommen wir es nicht mehr zu laden. Gell? Schauen Sie, jetzt ist die Oberschale. Früher haben wir die Schalen, das passt noch nicht ganz. Früher haben wir die Schalen so gerade durchgeschnitten. Da haben wir gesagt, die schönen Seiten und die weniger schönen Seiten. Aber das machen wir heute eigentlich nicht mehr. Das machen wir jetzt anders. Ich schneide den Teil, schauen Sie, da ist ein Naht drin. Den schneide ich raus. Das gibt hervorragende Schnitzer aus dem Teil. Die sind super mürb. Schwarz ist der andere Weg. Schwarz. Legen wir uns mal daher.
So schaut schon recht gut aus. Die Sehnen. Da schneiden wir weg. Wissen Sie, wo ich gelernt habe, gell? Haben wir so angefangen zum Schneiden. Wenn Sie die Faser anschauen, so läuft die Faser. Die läuft so. So. Ich fange seit geraumer Zeit da an zum Schneiden. Ich schneide von hinten nach vor. Ich werde sagen, wie das geht. Da schneiden wir mal ein bisschen grad. Das sind die ersten. Das erste Schnitzel schneide ich schon doppelt. Das zweite vielleicht auch noch. Und wichtig ist, dass ihr ein langes Messer nehmen. Weil dann kriegen Sie einen schönen Schnitt. Schaut, ich schneide jetzt eins. Jetzt sieht man dann schon aus. Mal leichter. Zwei. Das ist so schön. Schau, das sind schon schöne Schnitzer an. Und die riechen wunderbar, wenn der Duft, was da entgegenkommt, hervorragend. Ganz schöne, das sind schöne Schnitzel. Nicht zu dick, schaut, dass man sie schön gleichmäßig hat. Und da schneiden wir jetzt bis zum Ende. Schauen wir hin, wie das ist. Schauen wir ein bisschen weg. Das macht gar nichts. Das ist unser Schitten. Doppelt. Schatz. Und da schneiden wir auch doppelt. Schatz, da bleibt nicht viel übrig. Jetzt stellen wir aus dem Teil. Da fangen wir auch an. Erste bisschen weg. Das sind wunderbare Schnitzel, die sind sehr butterzart. Ich habe wieder das Vieh, das ist 2 Wochen am Knochen gereift. Ganz, wenn es heute ganz so schön ist. Sehe ich das schon wieder wegschneiden? Schon wieder doppelt. Und wunderschöne Schnitzel. So, und jetzt haben wir noch den Schalendeckel. Den nehme ich noch für Ragout.
ist nicht mehr schön. Der schön gerade. Immer wichtig ist, dass man immer alles schön eckig und gerade schneidet, dass alles ein bisschen eine Figur hat. Das Schwarze kommt gleich ganz weg, das kommt gleich zum Fett. Da sieht man, dass es schön trocken gereift ist. Es ist nichts schmierig, ist zwar ein bisschen von der Farbe her ein bisschen dunkler geworden, aber es ist nichts schmierig. Das passt so. Und da ist noch eine Sehne, die schneide ich auch weg. Da stellen wir es noch ein bisschen zu, der Schwarze wieder weg. Fett weg. Schauen Sie, schon schöne Schnitzel an. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, würde ich Sie bitten, dass Sie mich abonnieren. Sie geben mir bitte auch den Daumen nach oben. Kommentare unten hineinschreiben. Das sind gut Anregungen. Das sieht man rechts, wie der andere was reinschreibt. Und würde mich freuen, wenn Sie das Video gefallen hat.